Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, Level 47? Wie kann das denn sein? Warum mache ich denn sowas? Level 30 mehr braucht man doch nicht. Ja, aber sowas kann leicht mal passieren, wenn man mal zufälligerweise beim Need for Speed Most Wanted auf der Xbox spielen ein bisschen die Zeit vergisst, wenn man währenddessen einfach mal Minecraft AFK hinten auf dem PC laufen lässt. Irgendwas mit 500 Entities, glaube ich, waren es. ja, interessante Sache. Aber das hat wunderbar hingehauen, und zwar ein paar Mal. Ich habe nämlich auch schon ein paar andere Sachen enchanted. Und die werde ich euch auch gleich einspielen, die ganzen Clips. Doch davor möchte ich ganz gerne noch ein neues Schwert enchanten. Denn, ja, ich habe gehört, Smite ist nicht so ganz top für alle Sachen. Und da habe ich mir gedacht, wir machen ein neues. Und wenn es ein gutes ist, dann lassen wir es so, wie es ist. Wenn nicht, dann können wir das ja mit Smite nochmal kombinieren vielleicht. Und ja, wir gehen beim vierten Mal und schauen, was wir da bekommen. Fire Aspect 2 und Sharpness 3. Ich glaube, dass das ein ziemlich gutes Schwert ist. Ich werde probieren, dass wir vielleicht diese beiden Schwerter sogar am Anvil zusammenbekommen. Denn das wäre, glaube ich, so ziemlich mega geil. Genau. Ja, dann würde ich sagen, seht ihr oder blende ich jetzt mal die ganzen Clips ein, wie was ich was, wo, wann, wie enchanted habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Und willkommen zurück hier oben in der Base. Yeah. Ihr seht, ich habe Getreide geerntet, die Tiere gebrütet und ja. Wir sind hier oben und ich habe es gerade eben schon mal ausprobiert. Es funktioniert leider nicht. Man kann es nicht zusammenfügen. Ich kann nur das eine hier einfügen und das andere an. Da, dann kommt aber nur Fire Aspect und Sharpness 3 raus. Das heißt, es wird einfach nur, ja, dieses Schwert komplett vernichtet für 18 Level. Finde ich richtig geil, drehe ich es allerdings um. Too expensive. Ja, warum? Keine Ahnung, frag mich nicht, ist mir egal. Wir werden auf jeden Fall dieses Schwert hier hernehmen, um gegen den Wither zu kämpfen. Ja. Ihr habt gesehen, ich habe mir ein paar Rüstungsteile enchantet, das sind die hier. Jetzt wollte ich ausprobieren, ob wir quasi die Sachen jeweils zusammenlegen können, um zum Beispiel Fire Protection und Protection zusammenbekommen. Das geht aber irgendwie auch nicht. Man bekommt bloß jeweils immer das eine raus. Ich bin nicht sicher, vielleicht muss es auch erst ein bisschen kaputt sein. Kann auch sein, das werden wir mal eben kurz ausprobieren. Dann ziehen wir uns mal das da an. Essen wir mal kurz was. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt am schnellsten da irgendwie Schaden drauf bekomme. Vielleicht runterfallen oder so. Sehen wir gleich. Oder muss ich irgendwie angeschossen werden? Ich hoffe nicht. Okay, so geht sie nicht kaputt. Oh, das war eine sehr schöne, elegante Abbewegung, die aber ausgerechnet jetzt mir nichts bringt. Ne, die geht so nicht kaputt. Ich schätze, da muss ich mich irgendwie verletzen lassen. Also, was weiß ich, Spinnen, Silberfische, sowas. Ja, also ich glaube jetzt aber auch nicht, dass es dann besser geht oder überhaupt geht. Das heißt, wir werden wohl hier vermutlicherweise die erstmal wieder ausziehen, die wieder anziehen. Hier werden wir vermutlich die Protection nehmen, weil Fire Protection nicht wirklich was bringt. Dann werden wir natürlich den Helm nehmen. Protectile Protection ist, glaube ich, schon ganz gut bei dem Wither. Und hier werden wir auch den Protectile Protection nehmen. Und somit werden wir dieses Set hier verwenden. Ja, ich denke, das ist ganz okay. Diesen Bogen werden wir noch ganzer machen. Brauche ich allerdings 20 Level. Und da ich jetzt momentan gerade 17 habe und ich mir vorher nämlich das schon mal angeschaut habe, wie viel ich dafür brauche, werden wir kurz einen Diamant nehmen und unsere Schuhe schon mal wieder reparieren, denn zufälligerweise kann man da momentan gerade so für einen Diamanten die wieder kom also fast komplett Teile machen um 17 Level, die ich zufälligerweise gerade habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann sind sie wieder ziemlich gut beieinander. Nicht, dass mir die auf einmal kaputt gehen, denn das sind schon, ich glaube, die zweitbesten Schuhe, die es gibt. Am besten ist halt natürlich Protection 3, 4, aber das ist dann wirklich, ja, schon ein bisschen extrem. Genau, dann würde ich sagen, stehe ich mir jetzt wieder vor zum, ja, zu der Zombie-Farm. Und schau, dass wir ja wieder ein paar Levels zusammenbekommen, damit ich eben den Bogen clean machen kann. Nebenbei bemerkt, wir haben übrigens ein paar Kartoffeln bekommen. Alle 15 Kartoffeln und 11 Karotten habe ich nur dadurch bekommen, dass ich jetzt quasi da vorne immer die Zombies getötet habe. Funktioniert wirklich sehr gut. Fleisch habe ich zwischendurch auch mal killen, ja, bekommen. Habt ihr gesehen, warum. Das kommt alles dann später zu Dingsens runter. Die Eisen, die lassen wir vorerst mal drin. Inksex können raus, die kommen nämlich da rein. Genau, Fleisch kommt dann darauf. Muss jetzt ohnehin mal wieder auffüllen hier. Habe nämlich kaum nämlich noch was. Leder, weiß ich jetzt gar nicht, wo Leder hinkommt. Wo hätte ich denn als erstes Leder hingetan? Unter Mobs vielleicht? Genau. Wir haben ganz schön viel Leder. Finde ich gut. Für Bücher und so auf jeden Fall von Vorteil. Gut, dann werde ich jetzt schlafen gehen und mich wieder zur Monsterfarm hinstellen, um ja wieder ein paar Level zu bekommen für unsere, ja, für unseren Bogen. Bis gleich.
Und da bin ich wieder mit Level 35. Das ist sich zufälligerweise gerade ausgegangen. Und ja, einmal den Bogen. Bitteschön, Dankeschön. Einmal rein. Kostet 20. Vielen Dank. Somit haben wir unseren Superbogen. Und ja, jetzt geht's darum, einmal herauszufinden. Ja. Bringt uns Invisibility Potion etwas gegen den Wither? Und um das herauszufinden, würde ich sagen, sehen wir uns das Ganze mal im Creative an. Also bis jetzt. Genau, hier sind wir drüben in der 1.4 Testwelt, die ich ja letztens erst extra gemacht habe. Ja, schöne Spinni. Und ja, wir suchen uns jetzt mal Soul Sand. Und na, jetzt brauchen wir wieder diese komischen Köpfe, wo keiner weiß, wie die heißen oder wie die geschrieben werden. Skrills oder so. Ah, okay. Genau. Dann brauchen wir in mit V wahrscheinlich. Genau. Invisibility. Gut, dann gehen wir in den Game Mode 1, glaube ich. Nein, in den Nuller. Genau, dann trinken wir die. Und jetzt müssten wir, wenn wir die noch ausziehen hier, rein theoretisch unsichtbar sein. Genau. Und jetzt platzieren wir... scheiße, jetzt habe ich keine Dinge mehr. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Nehmen das da. Zack. 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 Weg damit. 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 Scheiße, bis auf das. So und so. Dann machen wir das mal weg. Das löschen wir alles. Genau. Dann suchen wir uns gerade noch eine Invisibility Potion nochmal. Und holen den da wieder. Dann wechseln wir wieder den Game Mode. Und wir sind immer noch unsichtbar, ja. Und dann setzen wir mal den da drauf. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Invisibility haben wir noch. Bin ich gespannt. Wow, fuck. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Scheiße. Kacke. Ja. Ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ach, scheiße. Ist das geil. Nein. Ist es nicht. Gut, dann eben nochmal. Soul Sand. Und Invisibility. Schande. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Dass die ja so krass explodieren mittlerweile. Gehen wir einfach mal hierher, würde ich sagen, irgendwie. Machen wir ihn mal hier nochmal. Zack und zack. Dann einmal die runter. Na, einmal haben wir schon, gut. Dann Game Mode wieder 0. Dann hauen wir den da noch drauf. Ich hoffe, das reicht jetzt. Und er sieht mich. Er sieht mich ganz klar. Das heißt, Invisibility bringt uns gar nichts. Gut, das ist gut zu wissen. Ja, auch gut zu wissen, dass der einen ziemlich großen Explosionsradius hat, ist auch sehr gut zu wissen. Und somit können wir uns ja mit den Potions und Rüstungen soweit mal fertig machen, um gegen ihn zu kämpfen. Bis gleich wieder drüben in der LP-Welt. Und willkommen zurück. Ja, ihr habt gesehen, es bringt uns leider nichts. Das heißt, wir werden Invisibility auslassen und somit nur
Ja, ganz normales Zeug, braun, Karotten, Kartoffeln können wir da lassen. Brauchen wir nicht. Die tun wir mal hier rein, wenn man die mit Gold mischen kann. Da haben wir jetzt auch schon ein paar. Gunpowder zu Gunpowder. Gastränen. Tun wir mal da irgendwer. Ja, was werden wir brauchen? Wir brauchen Speed 8. Haben wir, glaube ich, noch. Ich tue mal alles, was wir wirklich brauchen, dann hier oben hin. Das ganze Rüstungszeug hier. Pack ich mal daher. Dann, was haben wir hier? Da brauchen wir noch Flaschen, genau. Ich fürchte, wir müssen nochmal hoch und Glas holen. So wie das hier aussieht. Haben wir, glaube ich, nicht mehr viel Glasbottles. Ne, gar nichts mehr. Okay. Wir brauchen Speed. Haben wir. Speed 8 brauchen wir aber. Das heißt, die tun wir schon mal rein. Dann brauchen wir Instant Health. Da holen wir uns auch zwei. Dann brauchen wir eine große Strange. Mit 8 Minuten. Genau. Sehr gut. Und Strange Instant Healthiness. Was könnte man sonst noch so brauchen? Ich glaube, das war's eigentlich schon. Oder? Was bräuchten wir sonst noch? Regen. Auf jeden Fall Regen. Das heißt, wir machen hier nochmal eine Regen Potion. Das heißt, wir nehmen uns einmal das da. Das da noch. Das heißt, das da rein. Regen, glaube ich, ist einfach nur eine Gasträne und dann für Verlängerung einfach nur das Redstone. Und das trinken wir direkt, würde ich sagen. Würde ich sagen, können wir eigentlich auch noch nebenbei gleich noch eine Fire Resistant machen. Die brauchen wir zwar bei ihm nicht. Ah, dann haben wir es mal für was anderes. Genau. Und ja, dann ist eigentlich nur noch die Frage, wo machen wir das? Das ist der nächste große Punkt. Wo gehen wir hin? Und ja, sobald das erledigt ist, können wir eigentlich den Wither, gegen den Wither antreten. Bin ich schon mal sehr gespannt. Aber ich denke, dass das ganz gut wird. Genau. Dann brauche ich jetzt hier mal noch so fertig und suche mir einen guten Platz, wo wir gegen den kämpfen können. Bis gleich. Da steht er, ganz dreckig und alleine. Oh, und ein Hund bewacht ihn, zufälligerweise. Ja, der Wither. Ich habe mir, ja, die Wüste ausgesucht, hier hinten, hinter unserer Sandfarm. Ich dachte mir, es ist eigentlich ganz okay hier. Direkt daneben hier habe ich mal mein Bett aufgeschlagen und noch kurz die Ender Chest hingestellt. Alles reingepackt, was wir so nicht brauchen. Rüstung habe ich angezogen. Dürfte eigentlich soweit nichts allzu Großes fehlen. Ja, jetzt ist halt die Frage, werden wir das schaffen? Aber normalerweise denke ich, dürfte da nichts fehlen. Ich habe extra noch 300 Perlen, falls eben irgendwas sein sollte, genommen. Dann würde ich sagen, trinken wir als erstes die Speed Potion. Dann hauen wir die gleich weg. Dann trinken wir die Strange Potion. Gleich weg. Genau. Dann holen wir den Wither da drauf. Und so kurz bevor der fertig ist, bringen wir noch die da.
dann hoffen wir mal. Wow, 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 wow. Das Ding ist schon ganz schön stark. Aber von der Lebensanzeige her sind wir eigentlich gut dabei. Ah, jetzt ist er mit, nur noch mit dem Schwert verwundbar. Wo ist der Wichser? Ja, komm halt her, hä? Und da ist er down. Easy peasy war das. Und wir haben unseren Nether Star. Cool, das Ding hat nicht mal eine Minute gedauert zu bekämpfen. Rüstung ist eigentlich noch so gut wie ganz. Finde ich gut. Auf geht's zum nächsten. Ja, aber vorerst mal nicht. Denn, ja, erstens haben wir jetzt erstmal einen. Und das nächste ist, wir brauchen dann erstmal die Möglichkeit, die überhaupt aufzustellen. Und überhaupt erstmal überlegen, wo wir das hinstellen. Und ja, eben die Pyramide müssen wir bauen. Und ja, ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht eine komplett... Alter, was hat der hier alles zerrissen? Ist ja Wahnsinn. Eine komplett neue Base aufbauen. Und ja, das Ganze hätte ich so geplant, dass wir das Ganze irgendwie selber planen. nee, also ich habe mir so gedacht, dass wir das auch unter der Erde machen. So wie quasi auf Timolia. Da habe ich ja das gleiche vor. Also auch, oder was heißt das gleiche vor? Ich habe, also es ist so. Also ich habe halt unter der Erde mein ganzes Quartier eigentlich. Und so in der Art habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht das hier auch noch machen werden. Quasi ein unterirdisches großes Quartier. Aber bis dahin werden wir natürlich den Beacon woanders aufbauen. Jetzt haben wir hier gerade noch den restlichen Sand ein. Also ich würde sagen, ist relativ gut gelungen hier. Kein großer Aufwand. Jetzt haben wir hier Ewigkeiten Strength und Speed. Das müssen wir ja fast ausnutzen. Ja, Sand haben wir auch. 3 Stacks und noch was bekommen. Also eigentlich hat er uns durch und durch geholfen. ja, sehr schöner Kampf gegen den Heini. Und den Netherstar, den packen wir gleich mal hier rein, denn den will ich nicht verloren gehen. Also verloren gehen sehen. Ja, ich würde sagen, das lassen wir einfach so als Denkmal. Vielleicht brauchen wir den gleichen Ort nochmal. Ich bin zwar am überlegen, ob wir das dann nicht vielleicht besser wieder auffüllen, damit wir nicht wieder in irgendwelche Löcher reinfallen, aber das sehen wir dann. Gut, dann würde ich jetzt schauen, oder würde ich sagen, schauen wir mal, wie viel Stacks oder wie viel, ja, Klötze, Eisen wir zusammenbekommen und so. Eisen und Gold werde ich vorerst mal hernehmen. Solange ich noch nichts anderes habe, sprich Emeralds oder so. Doch, das möchte ich auch demnächst ändern. Wir haben ja da hinten irgendwo ein Village gefunden, glaube ich mal. Und das möchte ich jetzt dann demnächst auch mal noch aufsuchen. Und vielleicht noch den ein oder anderen Villager dann zu uns rüberbringen. Am besten wir natürlich 3, dann könnten wir nämlich ein unendliches Villager-Breeding-Teil machen und dann uns mal ein bisschen um Emeralds kümmern. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Und willkommen zurück in der Base. Ja, ich habe mich soweit wieder zurück, ja, oh, die Rüstung zieh wieder aus. Da ich nochmal nachgeschaut hab. Dann packen wir das Zeug wieder hier oben hin. Ich mach's jetzt aber einfach nur so, wie es richtig ist, genau. Und ja, was ich gerade noch ausprobieren wollte, weil ich mir gedacht habe, 18 Level, probier's doch mal vielleicht die beiden Efficiency 4 Äxte. Die habe ich jetzt immer dabei gehabt, aber die ist jetzt schon bald kaputt. Vielleicht mal zu einer Efficiency 5 Axt Umzug brauen. Efficiency 5, 24 Level. Und ja, das Ganze habe ich nämlich vorher schon mal ausprobiert und jetzt passt es mal auf. 24 Level und einmal umgedreht. Zack, Ross, nur noch 7 Level, aber es bringt uns trotzdem Efficiency 5. Also manchmal muss man echt verdammt gut aufpassen, in welche Richtung man es dreht. Weil zwischen 24 Level und 7 Level liegen doch ein paar mehr Level. Gut, Anvil ist soweit noch okay. Finde ich gut. Dann haben wir jetzt eine Efficiency 5 Axt. Finde ich auch toll. Und so. Jetzt kommt es drauf an. Schauen wir mal, wie viel das jetzt hier so direkt bringt. Gold können wir auch mal noch gleich machen.
Kommen auch noch ein paar raus. So. Ah, das geht ja nicht. Allzu viele sind es nicht. Das sehe ich schon. Einer fehlt noch. So, 48. Ah, kommst du daher? Dann haben wir hier nochmal 8. Und hier auch nochmal. Gut, ich meine Gold, wofür brauchst du sonst Gold? Also, das ist schon wirklich das einzig Sinnvolle. Gut, 12 Gold und 48 Eisenblöcken. Das Problem ist natürlich, ich wollte eigentlich jetzt die Enderman-Farm bauen. Und dazu bräuchten wir ziemlich viel Eisen. Mal so nebenbei bemerkt. ja. Ich befürchte, das können wir uns vorerst mal abschmieren. Was auch schade ist, dass Lapisblöcke, ups, nicht funktionieren. Wäre auch ganz cool. Aber ich mache es gerade mal zu Blöcken, damit wir hier mal wieder ein bisschen mehr Platz oben haben. So. Jetzt war auch nochmal einer rausgegangen, aber egal. Lapis braucht eigentlich eh immer keiner. Weil das können wir jetzt mal alles hier. Ups. Lapis runter und... Ja, das war's. Denn Lapis gehört eigentlich ja zur Wollekiste, würde ich mal behaupten, zum Färben. Genau. Und jetzt ist es natürlich so, wir brauchen noch den Beacon und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man den craftet. Ich glaube mit Diamanten und Obsidian. Und natürlich den Netherstar. Ich glaube irgendwie... So? Oder wird so der... Ich weiß es gar nicht. Gut. Dann würde ich sagen, schaue ich kurz mal nach. Dafür gibt es ja die ganz berühmte und ganz tolle Seite Minecraft Wiki. Dann gehen wir auf Crafting. Und dann suchen wir kurz den Beacon. Beacon, Beacon, Beacon. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er nicht. Da ist der Enchanting Table. Verdammt, wo ist der Beacon? Wo ist der Bacon Beacon? Socro? Wo ist der Beacon? Hallo, Beacon? Wo ist der Beacon-Backen? Hallo? Den gibt's gar nicht. Wieso gibt's den nicht? Hä? Warum gibt's den nicht? Schauen wir mal, ob wir ihn so finden. Beacon Block. Ah, okay. Da gibt es ihn schon. Okay, wir brauchen doch keine Diamanten, sondern wir brauchen Glas und dann unten Obsidian, außen rundherum Glas und Netherstar und dann haben wir den Beacon Block. Sehr gut. Dann kann uns das da wieder weg. Das kann auch wieder weg. Zum Glück bleiben uns die Diamanten noch erhalten. Allzu viele, hä? Schon langsam gehen sie aus. Dann das mal daher. So, jetzt haben wir 48 Blöcke für einen Beacon, dürfte es reichen. Jetzt ist nur die Frage auch, wie machen wir das? Wir könnten's...
rein theoretisch in der Mitte machen. Hier die Plattform. Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt genau in der Mitte ist. Da müssen wir dann später nochmal oben schauen. Ist mal alles weg dabei. Jetzt lass mich doch da hoch. Verdammt. Wo kommen wir hier denn raus? Da irgendwo. Ja, ist doch ziemlich genau. Könnten wir machen, gell? Ich würde sagen, wir machen das so. Da bin ich dabei. So, ich glaube, die Seite müssen wir nochmal um eins erweitern. Ich mache bloß eine Zweierpyramide, glaube ich. Wegen der Reichweite her. Ups. Jetzt habe ich einen Repeater kaputt gemacht. Dann setzen wir den schnell wieder hin. Gut. So, da kommt der Beacon hin. Das heißt, das muss hier schon mal eine Dreier sein. Ups. Und dann brauchen wir da unten natürlich auch. Ey. Kann ich Netz da schon wieder nicht durchgehen. Scheiß glitchy Blocks. Aha, kann man doch. Wusste ich's doch, dass da noch einer ist. So. Dann gehen wir hier einmal außen rundherum. Und ihr seht schon, die Eisenblöcke, die schrumpfen ganz schön. Soweit noch. Aber in Ordnung. So. Und jetzt können wir da drauf den Beacon-Backen-Block setzen. Und weil er jetzt noch keine direkte Verbindung zum Sonnenlicht hat, denn das müssen wir erst machen. Gehen wir mal hier hoch. Und jetzt hätte er direkt Verbindung, sobald wir hier weg sind. Jawohl. Light level would be changed. Okay. Dann hätten wir soweit den Beacon. Und wir können uns Speed, Haste, Resistance und Jump Boost aussuchen. Und ich würde aber sagen, wir nehmen Speed. Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich gerade keine Iron Ingots mehr, aber wir nehmen auch Gold Ingots, würde ich sagen. Weil wir mit Gold ohnehin nichts anfangen können. Das heißt, wir brauchen zwei Gold Ingots. Nehmen wir die Abkürzung. Zack und zack. Und Häkchen. Und dann nehmen wir Speed 2 und nochmal ein Häkchen. Jetzt glaube ich, haben wir Speed. Ne, jetzt haben wir nur normales Speed. Aber mein Goldding hat er trotzdem geschluckt. Schluckte das immer. Wäre nicht so toll. Super, man kann immer. Habe ich jetzt schon Speed 2, oder? Ich denke schon, oder? Ja, glaub schon. Wenn nicht, könnt ihr mir ja mal unten in den Kommentaren schreiben, ob das jetzt Speed 2 ist, oder eben wenn nicht, was ich dann dafür machen muss. Gut, dann möchte ich mal noch was ausprobieren. Und zwar, ob man das Viech covern kann. Okay, dann geht's aus.
aber kommt dann wieder. Gut. Das ist, naja, verständlich. Aber auch ein bisschen schade. Wir gehen mal mit dem Zaun. Okay, mit dem Zaun geht's. Dann würde ich sagen, setzen wir hier den Zaun hin, damit wir da nicht durchfallen. Und da machen wir das genauso. So. Und dann... Ah, jetzt geht mir ein verfickter Zaun ab. So. Zaun. Die vermutlich wäre am ehesten unter Holz. Sehr gut. Dann setzen wir den da wieder hin. So. Dann hier rauf. Und wunderbar. Fällt quasi gar nicht auf. Aber wir haben unseren ersten Beacon. Schauen wir mal, wie das so von der... Ich glaube, so finden wir unser Haus am ehesten. Und das rein theoretisch coolste daran ist, da wir unser Haus ja an 4 Punkten haben, könnten wir quasi echt 4 Beacons hier hinsetzen. Das hätte dann schon was. Ja. Unten wäre die Slime-Farm. Die wird bis hierher irgendwo gehen, glaube ich. Auf jeden Fall, ich glaube, so sieht das ganz lustig aus. Ja. Okay. Dann, füllen wir das ganze Zeug noch hier kurz weg. Pistons kommen zu Pistons. Scheiße kommt zu Scheiße. Andere Scheiße kommt zu anderen Scheiße. Oberscheiße kommt natürlich auch zu Scheiße. So. Holz zu Holz. Holz mit Wodka. Gut, dann legen wir das Gold wieder da rein. Und ja, unsere Eisenbestände sind jetzt nicht mehr ganz so groß wie vorher. Leider. Ein bisschen geschrumpft, würde ich mal sagen. Und das noch wieder eine Zweierpyramide. Das ist so krank. Gut, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wir haben den Wither besiegt zum ersten Mal. Wir haben es auch natürlich nicht öfters probiert, aber das erste Mal, dass wir ihn eben geschafft haben oder überhaupt gegen ihn gekämpft haben. Und ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte ihn zwar ein bisschen stärker irgendwie so in Erwartung, aber ist auch okay. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Unigripscreme meldet sich ab. Bis dahin. Tschaußen.